Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer weiteren Folge von SSBB. So, ich habe meinen Spielstand gelöscht. Ja, das hat seine Gründe. Ich habe jetzt gerade keine Lust darüber zu reden, aber jedenfalls, ich habe Folgendes vor. Und zwar erst einmal Szenenmodus, und zwar gehe ich zur Missionen. Wie ihr seht, alles noch total frisch hier. Jo, mein Controller springt schon mal zum Start. Na, jedenfalls. Liebe Freunde, ihr fragt jetzt sicher, Arcana, warum machst du jetzt Missionen? Du machst doch Yoga gerade. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt. Ja. Yoga macht gerade genauso wie ich die Missionen. Und ich habe mit ihnen ein bisschen auf Facebook geplaudert. Und ich habe zu ihnen gesagt, dass, ja, mir fallen die Missionen auch schwer, schon relativ leicht. Yoga meinte daraufhin, mir aber nicht, Mathe sind echt anstrengend für mich. Und ich habe nur noch einmal bestätigt, weil mir fallen sie leichter. Ich habe damit kein großes Problem. Yogas Antwort? Das will ich sehen. Tja, und bitteschön, fangen wir an, Mission 1. Oje, gleich zwei von der Sorte. Doppelter König bedeutet doppelten Ärger. Okay, let's go. Und auch schwer natürlich, wie versprochen. Ich mache alle Missionen auch schwer. So, das war schon mal Mission Nummer 1. Nummer 2, schwere Geschütze. Sleepy, ich brauche den Netzwerkstor. Es wird Zeit für meinen Ultraschmelz. Warum fliegt der hoch? Ja, Epic Fail! Aber ich habe mich dann hochliegen lassen. Kirby, das hinter dem Portal wird gelangen. Lass nicht zu, dass er unsere Pläne durchkreuzt. Kick den Kirby! Mission 3.
mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Und schon mal aufhören abzauen. Frühjahrsputz in reichte Lüfte. Zerstöre sämtliche Bodenbelege und sorge so in reichte Lüfte für frischen Wind. Das machen wir mit Vergnügen. Und ich weiß auch schon wie. Bye-bye, Wario. Aua, friss mich nicht, ich schmecke mich tot. Es geht um alles oder nichts. Zeig, was deine Pokémon alles so drauf haben. Meister der Pokémon. Mission 5. Schön schaden. Super. Bowser, of course. Möchtest du dich auch mal wie Mario fühlen?
Hüpfe und kämpfe dich zur Flagge durch. Jawohl, mach ich. Und nach wie vor, auch schwer. Erster Rundenkopf von drei. Come on, Leute. In einer Mission. Egal, ich lasse dich locker. Reden würde ich immer schön jung. Haha. Dankeschön, meine Fans. Finish. Kämpfe gegen Shigi, Pisa, Knosp und Glura gleichzeitig. Ich bin ein bisschen aus der Übung, merkst. Das werdet ihr mir büßen. Haben wir gleich.
immer lasse ich mich nicht so mit mir umspringen. Hat natürlich knapp verfehlt. WTF, warum ist Dora ohne Grund verreckt? Oh, das ist nicht fair! Regenscrollen, dann Regenscrollen. Wow! Au! Weg hier, weg hier, weg hier. Jetzt kriegt ihr die Quittung. Wie gesagt, ihr kriegt die Quittung. Monster wartet in den Keller zu beenden. Beende den Kampf, bevor du ihm begegnest.
Monster der Tiefe, das ist so neu. So war es nicht gedacht. Tja. Hey, herkommen! Stelle dich den Veteranen. Die 8 Schnellsportveteranen fordern dich zum Kampf heraus. Ich sehe sie alle. Und die Bede? Ja, was meint ihr wohl? Peach! Das war ein Eigentor. Und zwar vom Feinsten. Yeah.
seh dich. Ja, okay. Und dann verzeih ich mich da echt. Autsch. Egal, hat eh gerade eben so viel Spaß gemacht. Ja, freut euch. Was nervt? Ja, klar. Einmal hat natürlich nicht gereicht. Ist das so unfair? Tja, ja, man hilft nichts.
Na, besten Dank auch. Damit mache ich jetzt nicht. Obwohl, naja, ich habe 13 Minuten aufgenommen. Mach mal weiter bis zur Mission 20. Besiege die Hirsche in dieser Reihenfarbe. Rot, rosa, gelb, grün, hellblau, blau. Nicht sterben, nicht sterben! Oh nein, Mama. Und jetzt muss es natürlich auch noch so laufen. Na super. Thank you.
schön herkommen. Bei Fuß. Oh, du Depp. Ja, wie ihr merkt, ich werde langsam ärgerlich. Langsam, aber sicher. Bye bye. Genau, spring freiwillig mit tot. Exzellent. Jetzt bleibt noch eine übrig. Thank you.
Den ist so das Faschinio. Zielübungen. Rote Vario. Nein, das gibt Großhilfe. Out. Genau das habe ich gewollt. Thank you.
Wir sind das tollkühne Trio. Geben wir unserem großen Bruder eins auf die Mütze. Das sehen wir hier, wen eins auf die Mütze gibt. Ein hammerharter Kampf. Wow, da ist eine Bombe. Was war denn das? Das war die einfachste Lösung für den Computer, der Leben, also ey. Ey, aufpassen! Nicht auf mich schmeißen, du Heidi!